Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchten wir euch meine neue Heißluftfritteuse vorstellen, und zwar die Easy Fry XL. Das ist eine Heißluftfritteuse mit einem Fassungsvermögen von 4,2 Liter. Ist aktuell für 69,99 Euro im Angebot, und das war halt für mich der Grund, jetzt auch mal zuzuschlagen. Ich hatte ja bisher, habt ihr vielleicht auf dem Kanal auch schon gesehen, einmal die Princess Heißluftfritteuse und die Aldi Heißluftfritteuse, halt mit einem relativ kleineren oder normalen Volumen. Die hat jetzt 4,2 Liter, also knapp 1,5 Liter mehr, und das war halt für mich der Grund, jetzt zuzuschlagen. Ich wollte da nicht so viel Geld ausgeben wie der Mann. Der hat halt den Philips Airfryer, aber wisst ihr selber, wenn er da anfängt so zu schauen, kostet ungefähr 200 Euro. So viel wollte ich halt einfach nicht investieren, und ich habe halt gesagt, für den Preis schlagen wir einfach zu. Ja, ich stelle euch das Gerät jetzt gleich einmal kurz vor. Dann haben wir uns was Tolles überlegt, und zwar werden wir heute Pancakes machen. Habt ihr das ja vielleicht auch schon bei TikTok, Instagram, überall gesehen, auch hier auf YouTube. Ich habe es noch nie gemacht, das wollen wir heute probieren, damit wir halt auch nochmal einen coolen Test damit machen, wenn wir das Gerät gleich mal laufen lassen, und ich will wirklich mal sehen, ob und wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt einmal das Gerät im Detail, und der Marc, der kann jetzt schon mal ein bisschen was vorbereiten für die Pancakes. Müssen wir auf jeden Fall das Backpapier zuschneiden und den Teig vorbereiten. Also, los geht's! Bevor wir uns jetzt gleich an die Pancakes machen, will ich euch das Gerät an sich einmal nur kurz vorstellen. So, da ist auch schon der Marc, der kann jetzt nämlich das Ganze gleich mal vorbereiten, und ich erkläre euch einmal kurz das Gerät. Also, ist ein ganz einfacher Aufbau, wir haben auch nur hier zwei Knöpfe. Das heißt, ich kann einmal die Temperatur hier oben an diesem Drehknopf einstellen und halt hier einmal die Zeit. Ist auch ein ganz normaler Drehschalter wie eine Eieruhr. Ihr seht, das Gerät springt auch direkt an. Und ja, hier merkt man, es ist ein bisschen schwer. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält, wenn man das nochmal praktisch die Zeit zurückarretieren will. Ansonsten haben wir hier einmal, das ist auch ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt von mir, praktisch den Garkorb, und es ist halt ja ein komplettes Teil. Das heißt, ne, bei manchen Geräten wie bei Marks Airfryer, du hast das, ne, ja. Da kann man jetzt hier nochmal so eine Taste drücken, und dann kann man praktisch das abstellen und halt wirklich nur praktisch die Grillschale oder Korb, wie man es auch mal nennen mag, praktisch rausnehmen. Tefel hat das jetzt hier gelöst, indem man einfach hier so einen Einsatz, nenne ich mal, hat, praktisch so eine Platte, die halt hier die Löcher hat, damit die Luft gut durchströmen kann. Und da sind so kleine, ich zeige das vielleicht dann auch mal in der Nahaufnahme, ich würde sagen, so Silikonstopper dran. Bin ich mal gespannt, wie lange das hält, um das halt so ein bisschen zu fixieren hier unten am Boden. Ne? Kann ich das haben? Bitte sehr gerne, weil der Marc muss natürlich jetzt das Backpapier für die Pancakes zuschneiden, damit er ja weiß, wie groß das ist. Denn wir wollen ja, wie im letzten Video auch gezeigt bei den Tipps und Tricks, die Schlitze halt nicht zu sehr verstopfen. Deswegen müssen wir gucken natürlich, dass es einigermaßen in der Größe ist. Und ansonsten einmal kurz die Maße hier von dem praktisch Garkorb. Das ist ja auch immer ganz spannend. In der Höhe haben wir hier knapp 11 cm und im Durchmesser, das weiß ich auch aus dem Kopf, sind es ungefähr 23 cm. Also tiefer gibt das Ganze mit 4,2 Litern an. Bin ich auch wirklich ehrlich, eigentlich ganz zufrieden. Was mich halt so ein bisschen natürlich stört, ist, ob ich nicht halt auch lieber vielleicht auch auf ein rechteckiges Modell gesetzt hätte, weil der Marc kriegt, glaube ich, eine normale Pizza bei sich rein, oder? Genau. Oder auch diese länglichen Baguettes, da gehen auch 3 Stück mindestens rein. Okay, also ich kriege auf jeden Fall 2 nebeneinander rein, ne? Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon ein Fortschritt halt im Gegensatz zu den normalen Fritteusen, die ich jetzt hatte, und gerade halt zu dem Preis. Aber man sollte natürlich bedenken, wenn man sich wirklich halt eine normale Pizza drin machen möchte oder auch halt ne, sperrigere Sachen, also ein Hähnchen passt auch rein. Aber ich habe zum Beispiel gestern Abend für die Kids gemacht Fischstäbchen. Da habe ich halt schon eine 2. Etage gebaut. Ja. Also ich habe hier bei mir auf dem Set so einen, praktisch einen Grillrost, eine Schicht unten gelegt. Dann habe ich das Grillrost genommen, habe da oben auch nochmal welche drauf drapiert. Da habe ich eine Packung Fischstäbchen, 15 Stück, habe ich reinbekommen. Okay. Also das hat funktioniert, aber musste natürlich dann so ein bisschen basteln. Also das nur mal so als kleiner Orientierungspunkt. Ansonsten muss ich sagen, ist das Gerät halt super verarbeitet. Ne? Also hat halt wirklich keine Schnörkelei. Ich finde es auch super, dass es halt ohne Display und 1000 Knöpfe und Programme ist, sondern einfach Temperatur einstellen, Zeit einstellen, los geht's. Hier oben hat man halt praktisch so einen Schlitz, wo die Luft angesaugt wird, und hier hinten an der Rückseite kommt die Abluft raus. Ne? Und ansonsten auch von den Spaltmaßen und Verarbeitungen macht das Gerät halt wirklich, wirklich einen super Eindruck. Und da kann ich halt wirklich nichts zu sagen. Das Gerät schafft 200 Grad.
Wir hatten ja letztens die Tefal auch da, die Active Fry, die Oma hat. 180 genau. Grad, ja. Und die, da kann man die Temperatur zum Beispiel nicht einstellen, die macht nur 180 Grad. Und ich finde es halt, ja, für manche Sachen, die man auch probieren will, wie jetzt Pancakes oder so, natürlich besser, wenn man die Temperatur einfach einstellen kann und manchmal auch, wenn man zwischendurch ja mal reinschaut, auch wieder nachregulieren kann. Ja. Ne? Also wenn die Temperatur einfach nochmal hoch oder runter geht. So, jetzt würde ich sagen, Marc, das sieht schon mal super aus. Jetzt schütteln wir einmal den Teig an. Dann werden wir das Gerät einmal befüllen und zu den Pancakes kommen. So, der Marc hat den Teig vorbereitet und ich habe mal die Kamera näher geholt. Jetzt seht ihr auch einmal hier nochmal den Einsatz mit den angesprochenen hier Silikonstoppern, wo ich halt mal gespannt bin, wie lange sich das Ganze halten wird. Ja, jetzt werden wir einmal das Ganze einfüllen. Wir haben dazu, oder beziehungsweise der Marc ganz säuberlich hier, schön Backpapier zugeschnitten in der Größe, ne, damit auch ein bisschen Luft an der Seite ist, natürlich hier für den Korb. Und wahrscheinlich, wir haben es halt noch nie gemacht, dass es sich nach oben wälzt, ne, damit es halt nicht runterläuft. Genau. Ja, so, genau. Hier, nehmen wir den Teig. So. Dann lege ich dir das erste schon mal da rein. So. Und dann kannst du ein bisschen rausschütten. Sehr aufmerksam. So, jetzt bitte einmal Nummer 2. So. Also ich bin so gespannt. Wie gesagt, also bei manchen hat das so geklappt, bei manchen halt nicht. Ne? Ich bin auch sehr gespannt. Aber guck mal, es sieht schon mal wirklich hervorragend aus. So, ich drücke das bloß auch mal richtig so ein bisschen an, damit es keine Bläschen gibt. So. So. Nächste. Also das werde ich auf jeden Fall zu Hause auch versuchen. Ja, wenn... Das sieht ja mal richtig... Genau, funktioniert. Wir cool sind aus. Gespannt. Da bin ich mal gespannt. Du bist dran? Jetzt war es dein Einsatz verpennt. Ja, komm, ein bisschen geht noch. Ich habe jetzt gerade so gedacht, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Lagen, aber das werden wir später. Gut, das ist ja genau, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. So, und einen darfst du noch? Ja, ganz gut, machen wir auch drauf. Ja, machen wir natürlich. Dann haben wir zwischendurch zum Schauen nochmal was. So. Sehr gut. Und last but not least. Ich würde sagen, wir nehmen 180 Grad, ne? Genau, also ungefähr so 20 Minuten soll das Ganze dauern. Wie gesagt, wir werden zwischendurch mal reinschauen, weil keine Erfahrung bisher, das haben wir noch nie gemacht. Und dann hört ihr jetzt gleich auch mal genau vorsichtig einführen, damit das Ganze natürlich jetzt nicht noch große Sauerei gibt. Und dann stellen wir jetzt hier oben ein, einfach an diesen Drehknopf, ne, 180 Grad und auf 20 Minuten. So, natürlich am besten, wie gesagt, immer vorheizen. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, also, jetzt sollten die gleich soweit fertig sein. Die Zeit ist fast abgelaufen und ihr hört, ne, die heiße Fritteuse ist vom Geräusch her vollkommen in Ordnung. Ja. Ne, das ist nicht laut, also man kann es normal unterhalten. Also, da gibt es auch wirklich Lauteres, also finde ich angenehm. Ja. Ne? Halt von der Abluft hier hinten, das fällt sich auch im Rahmen und so wird es halt schon warm, aber man verbrennt jetzt nicht die Finger oder so. Ne? Also, da muss ich auch sagen, ist okay, kommen hier vorne auch keine heißen Dämpfe oder so raus. Hatten wir auch schon mal bei einem oder anderen günstigeren Modell, wo das dann hier undicht war, ne? Und hier Dampf oder sowas rauskam. Also da von der Verarbeitung her wirklich bin ich bisher wirklich super happy. Funktioniert alles tadellos. Einzige, was mir halt bis jetzt halt negativ aufgefallen ist, ist halt der Korb. Dass es so ein All-in-One ist, ne? Dass man den nicht trennen kann, dass man dann dieses Gitter nicht rausnehmen kann, praktisch als Schale. Weil so ist natürlich beim Umkippen dann immer schon mal, dass dieser Teller, der da drin ist, halt immer mit rausfliegt oder so. Das heißt, man muss die Sachen halt immer rausheben. Ja. Aber ist wie gesagt halt auch so eine kleine Sache, weil ansonsten ist mir bis jetzt halt noch nichts groß negativ aufgefallen. So, jetzt würde ich sagen, er könnte jetzt, weil ich will auch mal, dass ihr das Ping hört, sozusagen, wenn er fertig ist. Und da müssen wir jetzt einfach kurz Geduld haben, Marc. Ja, haben wir kurz Geduld. Das kann sich nur noch um Sekunden handeln. Wahrscheinlich. Fertig! So, jetzt schauen wir mal. Wir haben es ja noch nie gemacht, halt, was daraus geworden ist. Oh. Ja, das sieht dann vielleicht nicht so aus. Okay, also ich würde sagen, Challenge failed. Und da wisst ihr wahrscheinlich auch, warum das halt überhaupt so ein Riesentrend ist. Also ich würde sagen... das sieht nicht. Die sind aneinander gebacken. Ja, das ist halt sehr... Oha, guck mal. Nee. Also, schade. Also ihr habt es wirklich gebacken, ne? Also
kann man nicht sagen. Ne, ist ja eigentlich auch schön braun geworden. Jetzt hier der oberste, der ist natürlich jetzt ein bisschen dunkler. Aber ja, guck mal, also das kannst du echt knicken. Die pappen alle aneinander. Ja, also, falls irgendjemand da draußen behauptet, er hätte das schon mit Erfolg gemacht, weil ich sehe auch immer nur online irgendwelche Fails, der kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das richtig funktioniert, Pancakes im Airfryer. Vielleicht auch gerne dazu mal ein Rezept verlinken. Dann probieren wir das vielleicht beim nächsten Test dann einfach mal gerne wieder aus. Halt, ne? Aber ansonsten muss ich sagen, das Gerät kann natürlich jetzt nichts dafür, nee, ne, Marc? Also für mich halt für 69,99 Euro natürlich absolut mit das Hauptargument mit den 4,2 Litern kann man wirklich prinzipiell nichts verkehrt machen. Definitiv. Ne? Also ich werde das Gerät auf jeden Fall jetzt noch weiter testen und benutzen, bis es dann irgendwie da irgendwann kribbelt. Also ich meine, ne, du hast ja auch irgendwie 2, 3 Staubsauger mehr. Dafür gucke ich dann immer gerne mal nach neueren, vielleicht größeren, günstigen Heizfritteusen. Und ja, ich würde sagen, Marc, wir drehen die Kamera jetzt kurz noch einmal richtig, weil sonst hat man uns auch gar nicht mehr im Bild gehabt. Da kann der Marc nämlich jetzt gleich nochmal winken. Denn ja, wenn du noch irgendwas dazu beizutragen hast, Marc, wie ist dein Eindruck? Also ich bin auch positiv begeistert von dieser Maschine. Das Fassungsvermögen ist halt sehr interessant, ne? Gerade wenn man mehr als 2, 3 Personen ist, dann ist es halt von Vorteil, wenn man so ein bisschen mehr da drinnen machen kann, auch wenn das jetzt nicht funktioniert hat. Aber da bin ich gespannt, wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, ob wir was falsch gemacht haben. An der Maschine liegt es halt nicht, ne? Und ja, ich würde sonst sagen, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.